So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zum Guten Morgen Börse gemeinsam mit XTB. Heute ist Mittwoch, der 11. Oktober 2023. Und wir wollen uns einen Blick auf die Märkte gönnen, auf die aktuelle Situation, so wie sie sich darstellt, meiner Einschätzung nach. Ich glaube, wir stehen vor einem verhältnismäßig ruhigen Handelstag. Der Eindruck, der erhärtet sich zunehmend. Wir sind zum einen recht stark zwar in die Woche gestartet, aber der nächste potenzielle, wirklich wichtige Impulsgeber, den sehe ich erst morgen mit den Inflationszahlen, die um 14.30 Uhr dann am Donnerstag veröffentlicht werden. Heute zwar Erzeugerpreise aus den USA, aber nichtsdestotrotz, ich glaube, dass die erstmal so ein wenig ins Hintertreffen geraten dürften, beziehungsweise schwierig Impulse liefern, aber eins steht unterm Strich auf jeden Fall, dass wir eine, ich finde, aktuell super starke Gesamtkonstellation für Aktien vorfinden, nach eigentlich einem Umfeld, in dem man ja mit der Eskalation im Gazastreifen davon ausgegangen wäre, mit dem Risk-Off, mit dem Gap-Down, dass eventuell vor einem nächsten ziemlich scharfen Push auf der Unterseite stehen. Es scheint sich jetzt anders herauszukristallisieren, wie ich das ausmache und dergleichen. Dazu dann in wenigen Minuten mehr. Bevor wir hier an dieser Stelle offiziell beginnen, zunächst der Blick auf den Risikohinweis. Devisen und CFDs sind komplexe Handelsinstrumente, die werden auf Margin getradet, gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren, sind ausgehend hiervon nicht für jeden Anleger geeignet. Bevor man mit dem Handel beginnt, erstelle man bitte sein persönliches Risikoprofil und oder lasse ein solches erstellen von einem unabhängigen Finanzberater. Lade sich dann auf xdb.com/de kostenlos eine Demo herunter, teste den Handel risikofrei, schau, ob der Handel mit diesem Produkt sich für ihn eignet. Und sofern man das für sich mit Ja beantworten kann, hat man auch die Möglichkeit, ein Live-Konto zu eröffnen. Diesbezüglich alle Informationen, vollständiger Risikohinweis auf xdb.com/de. Darüber hinaus gibt es gerne die Möglichkeit, mit XTB in Kontakt zu treten, hier im Berliner Büro. Da habt ihr gleich die Möglichkeit, euch noch die Telefonnummer zu notieren. Bevor wir uns diese anschauen, ganz kurz in eigener Sache. Nichts, was ich in den folgenden Minuten hier präsentieren werde, bitte als Anlageempfehlung missverstehen. Es handelt sich um ein rein edukatives, rein informatives Event. Ihr könnt eure Fragen stellen, wenn ihr euch die Aufzeichnung jetzt bei YouTube anschaut, unterhalb des Videos in der Kommentarfunktion, auch mit Märkten, die ich hier nicht beleuchte, die ich dann morgen bitte mal zum Thema mache oder dergleichen. Aber bitte, wie gesagt, nichts als Anlageempfehlung missverstehen. Dann darüber hinaus gehen hier einmal die versprochenen Kontaktdetails, Telefonnummer und E-Mail-Adresse. XTB als Broker vielleicht kurz vorgestellt, bester CFD-Broker des Jahres 2023, ausgezeichnet von Brokerwahl. Die Gründe, die dazu beigetragen haben, findet ihr hier einmal aufgelistet, unter anderem auch mit Sicherheit die X-Station, und auf die wollen wir jetzt in diesem Moment hier einen Blick werfen. Beginnen wieder mit dem DAX. Wir machen wieder einen groben Überblick. Erstmal, wo stehen wir aktuell im DAX? Könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere vielleicht jetzt nach den jüngsten Entwicklungen aufmerksam wird auf das, was wir im DAX zu sehen bekommen könnten. Bodenbildung, die vorangeschritten ist. Gestern ja dieser starke Opening Drive hier über die Hochs von vergangener Woche am Freitag. Ganz konkret auch ein solides Halten. Push weiter auf der Oberseite. Aber jetzt geht uns so ein bisschen in Anführungsstrichen zunächst einmal die Luft aus. Das hat man gestern auch in den US-Märkten gesehen. Sehr stark reingekommen. Haben die Bullishness weiter fortgeschrieben, aber nichtsdestotrotz, wir haben dann doch gesehen, okay, wir brauchen jetzt frische neue Impulse, beziehungsweise aktuell bleibt noch der Impuls besonders seitens des Zinsmarktes aus, und demnach wäre ich im Hinblick jetzt auf Intraday Setup zum Beispiel für den DAX eher zurückhaltend. Ich hatte gerade eben hier im Live-Event mit den Kunden von XTB zum Thema gemacht gehabt, dass ich sagte, Drive halten unterhalb hier dieser Ausbruch, der oberen blaufarbenen Linie, das ist an der Stelle ein bisschen viele blaufarbene Linien, stelle ich gerade fest, ein Halten drunter könnte vielleicht ein bisschen Bearishness nach sich ziehen, wobei ich allerdings schon sagte, Chance-Risiko-Verhältnis technisch ein bisschen durchwachsen, denn der potenzielle nächste stärkere Support, der kommt hier eigentlich im Bereich der Konsolidierungstiefs von gestern nach diesem bullischen Opening Drive rein um ungefähr 15.430, das reicht mit CRV-technisch nicht ganz so, ganz zu schweigen jetzt mal, dass wir nur einen kurzen Stich reinzusehen bekommen und dann jetzt doch wieder eher die Käufer sich finden, aber wir sehen es auch, keinen deutlichen Push weg von dem EMA 50 auf 5-Minuten-Basis hier sehen, was so ein eher choppiges Treiben rund um den herum nach sich zieht. Das war gestern anders, da haben wir sofort einen Drive gesehen, einen klaren Impuls, der hier sich ausmachte. Wir haben oberhalb dann des EMAs gehalten, leicht unterschritten. Wie gesagt, vielleicht kriegst du hier einen Trade hin. Das ist in der Nachbetrachtung jetzt alles ein bisschen hypothetisch, aber nichtsdestotrotz, das, was wir jetzt hier zu sehen bekommen, ist eigentlich eher ein Indiz, besonders jetzt mit 20 Minuten in den Handelstag hinein, aktuell 9.20 Uhr. Das deutet nicht darauf hin, dass wir hier große Impulse zu sehen bekommen.
Das zeigt sich meiner Einschätzung nach auch, wenn wir auf den S&P blicken oder wenn wir auf den Nasdaq blicken. Also der S&P hat man bei uns gesehen in Richtung der 50-Tage-Linie. Die hatten wir in den letzten Tagen jetzt zum Thema gemacht gehabt. Auch hier der Nasdaq 100 beispielsweise hat sich oberhalb halten können. Aber wir können eben auch sehen, so ein bisschen scheint uns erstmal das Momentum auszugehen. Und das macht sich dann bemerkbar. Ich schaue da sehr, sehr gerne auf den S&P 500 als ETF, als auf den Spider SPY beziehungsweise auf den QQQ. Das ist der Nasdaq 100 ETF. Da haben wir ja diese 5-Tage-Linie zwar zurückerobern können, wie wir es hier sehr deutlich sehen können, diese schwarze gleitende Durchschnittslinie. Aber jetzt kommt das große Aber. Wir haben den jüngst etablierten Aufwärtstrend, der ein bisschen steil gelaufen ist, vielleicht auch, den haben wir gebrochen. Und dieser Bruch, der suggeriert mir jetzt erstmal, dass wir uns ein bisschen setzen und dass wir erstmal so ein bisschen durchatmen. Und demnach würde ich sagen, heute Mittwoch ist es wahrscheinlich tradingtechnisch nicht unbedingt die schlechteste Idee, sich irgendwas anderes zu suchen. Ich glaube, tradingtechnisch wird das heute eher eine ziemlich diffizile Angelegenheit, ziemlich verhackstückt. Wir brauchen, wie gesagt, frische Impulse. Wir kriegen die frischen Impulse. Wir gehen kurz hier auf den Kalender. Wir sehen morgen die Inflationszahlen, die werden um 14:30 Uhr veröffentlicht. Die werden erwartet mit 3,6%, nach zuvor 3,7%. Also leicht überrollende Tendenz. Vielleicht kommen sie sogar unter 3,6%, 3,5%, 3,4% rein. Das wäre nochmal zusätzlich bullisch treiben vielleicht. Ein Print, der heißer wäre als erwartet, was mir aber bisschen schwer fällt, ehrlich gesagt, vor dem Hintergrund der jüngsten Entwicklung, die wir im Ölbereich zu sehen bekommen haben. Also nicht jetzt in den letzten Tagen, sondern zack, mal zurückgehend hier im Daily, also die letzten Wochen, diese Entwicklung, naja, ich muss jetzt gerade ein bisschen aufpassen, sind halt die Inflationszahlen, die jetzt für September veröffentlicht werden, die beinhalten, glaube ich, die besonders ersten 2 Wochen für den September ganz besonders, also zumindest ist das so ein Eindruck, der entsteht. Im Hinblick eben auf die Arbeitsmarktzahlen, wenn ich das richtig nochmal zusammenbekomme. Könnte also durchaus sein, dass das eine ähnliche Konstellation ist. Da haben wir anziehende Ölpreise gesehen. Nicht, dass das jetzt eine super Indikation wäre, aber zumindest mal irgendwie kriegt man auch einen Print rein hin, der eher heißer als erwartet reinkommt. Wobei derzeit wahrscheinlich die Eskalation im Gazastreifen ganz wesentlich mehr dazu beitragen dürfte, dass man trotz einer vielleicht sich auf hohem Niveau konsolidierenden Inflation dennoch einen geldpolitisch lockeren Kurs seitens der US-Notenbank erwartet. Aber sei es drum, darauf werden wir detailliert morgen noch eingehen, vielleicht auch einen entsprechenden Gameplan skizzieren. Fakt ist, der Impulsgeber, der findet sich eben erst dann am Donnerstag, also erst morgen. Und ausgehend eben von dieser Gesamtkonstellation scheint mir für eben Equities, den Spider, beziehungsweise den S&P 500 oder auch den Nasdaq, die Qs hier an dieser Stelle, mit dem Bruch eher so eine. Ja, so ein Verlieren des bullischen Momentums, was sich auch dann eventuell in europäischen Indizes jetzt beispielsweise im DAX bemerkbar macht, der eben doch mal einen kleinen Versuch startet, aber nichtsdestotrotz also ein bisschen mehr liefern müsste. Auf der Oberseite relativ weit gelaufen scheint, auch nach gestern eventuell nachhaltiger Break, wie gesagt, über 15.550, 15.600 allerspätestens scheint mir relativ schwierig zu sein. Aber nichtsdestotrotz, und jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema, was ich gerade initial sagte, übergeordnet ganz besonders, sowohl im Hinblick auf den S&P als auch im Hinblick beispielsweise auf den Nasdaq, die ich da jetzt mal als Hauptmärkte mir anschaue, auch mit Ausblick für die nächsten Monate in den Jahresschluss eventuell. Ich muss ganz ehrlich gestehen, das, was wir jetzt jüngst zu sehen bekommen haben, sowohl im S&P als auch im Nasdaq, vor dem Hintergrund heißer Arbeitsmarkt, wie gesagt, zwischen den Zeilen kann man durchaus erkennen, so gut waren die Arbeitsmarktzahlen nicht, aber ganz besonders auch die geopolitische Entwicklung, diese Eskalation im Gazastreifen. Der Markt hat das sehr gut verarbeitet, hat sich weiterhin sehr, sehr solide halten können und trotz auch, und das muss man auch hinzu sagen, trotz der jetzt zunehmenden Spekulation, dass die US-Notenbank Fed geldpolitisch sich wahrscheinlich eher geldpolitisch lockerer präsentieren wird, haben wir noch keine wirkliche sogenannte Snapback-Rallye gesehen im Anleihebereich. Also wir haben ja hier den TLT. Ich hatte das in der letzten Woche mal wieder zum Thema gemacht, also gesagt, wenn du den Zins jetzt so stark angezogen siehst, wie wir es jetzt zu sehen bekommen haben, dann ist früher oder später mal zu erwarten, dass es so einen Gummibandeffekt gibt im übertragenen Sinne. Du ziehst ein Gummiband ganz weit und dann lässt du es einfach los und dann schnappt das richtig zurück. Das, was wir jetzt hier zu sehen bekommen im TLT, ist noch ganz weit davon entfernt. Also TLT hat noch keine wirklich in Anführungsstrichen Rallye gesehen, Erholungsrallye, die mal einen Pull-in nach sich zieht, der uns Richtung 90, 92 Punkte oder dergleichen führt. Das heißt, die richtige Volatilität im Zinsmarkt ist bis dato ausgeblieben. Und wir haben dennoch eine relative Stärke in den Qs ausmachen können und auch im Spider. Das lässt für mich den Schluss zu, das ist hier ein sehr starkes Signal einfach.
Bedeutet, kommt früher oder später mal. Meiner Einschätzung nach erwartbar, besonders wenn sich etabliert, dass die Fed sich geldpolitisch locker präsentieren wird, solch ein Snapback in Zinsen, dann ist die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, dass wir nochmal einen wesentlich stärker bullischen Impuls in dann Nasdaq oder auch S&P zu sehen bekommen, was wiederum statistisch betrachtet auch in den sehr, sehr starken Börsenmonaten Oktober, November, Dezember, für die, die saisonal bekannt sind, eben dann solch einer Überlegung in die Karten spielen würde. Also, ausgehend hiervon, eine relativ wirklich starke Vorstellung im aktuellen Umfeld. Nochmal, heute nicht zu viel erwarten. Nächster Impulsgeber morgen, da hören wir uns dann auch wieder. Zum guten Morgen Börse, Happy Trading. Passt auf die Stops auf, habt euch wohl, macht's gut, bis dann und tschüss.